Ich möchte euch heute die MySpeed Memories Box vorstellen. Die habe ich bei Amazon bestellt um 10 Euro circa. Ich verlinke euch den Artikel gerne in der Infobox. Ich fand es ganz süß, weil ich dachte, ja, so eine Erinnerung hat man dann ewig. Und es ist so süß zu sehen, wie klein die Füße mal vom Baby waren und dann im Vergleich, wenn es größer ist. Und ich zeige euch mal den Inhalt. Also das ist die Box. Die hat mir auch ganz gut gefallen, weil sie recht neutral ist, aber doch eher blau für meinen Kai. So, und da drinnen ist einmal dieser Gips oder was auch immer das ist, Clay. Dann sowas zum Ausrollen, so ein Stäbchen. Dann so ein Ständer, damit man die Box quasi dann auch so hinstellen kann als Deko. Und ich fand die Idee mit der Box eigentlich ganz schön, weil das nicht verstauben kann. Und ja, kann man schön wegräumen und vielleicht noch etwas reinlegen. Also so eine Erinnerung, mal schauen, wie sehr das ausgefüllt ist. Und ja, man kann immer wieder reinschauen, aber es verstaubt nicht. So, funktionieren tut es so, dass man das knetet, dann in die Box gibt, den Fuß, also ich möchte gerne einen Fuß und einen Handabdruck machen, wenn sich das ausgeht. Und dann lässt man es 5 Tage trocknen, also wirklich Anleitung für Dummies. Sieht sehr einfach aus, werden wir dann sehen, wie einfach sich das dann in Wirklichkeit gestaltet. Als erstes einmal diese übel riechende Knete 90 bis 120 Sekunden durchkneten und dann wird sie in diese Schüssel hineingelegt. So, dann macht ihr das glatt mit diesen beiliegenden Hölzchen, so gut es geht. Und dann könnt ihr schon das Baby fertig machen. Unser Kai ist noch im Dschungel. Der liegt unter seiner Rainforest-Spieldecke. Die gefällt ihm jetzt auch schon sehr gut. Jetzt ist er ja ein gutes Monat alt. Und wir werden jetzt gleich seinen Hand- und Fußabdruck nehmen. Begeisterung hält sich in Grenzen. So, man nehme den Fuß. Na, hat er die Zehen so. Dammit! Jetzt haben wir hier Zehen drinnen. So, okay. Na! Er ist nicht so begeistert, weil es irgendwie kühl ist, glaube ich. Jetzt probieren wir noch die Hände. Und wir zeigen euch dann das Endergebnis. So sieht das Endergebnis aus. Ich finde, das war jetzt nicht so easy. Und ich verstehe jetzt, warum die meisten Leute nur Fußabdrücke von Babys machen. Denn Babys machen meistens eine Faust. Wir haben hier die Hand reingequetscht. Und ja, der rechte Fuß ist irgendwie schöner geworden. Den linken wollten wir noch ein zweites Mal quasi nachdrücken. Und ja, wie ihr seht, hat jetzt nicht so gut funktioniert. Also das würde ich euch nicht empfehlen. Wirklich nur einmal reindrücken und es dann lassen. Und ich habe dann hier eben einfach so mit einem Zahnstocher noch so reingeritzt. Kai, ein Monat. Ich hoffe, man kann das lesen. Und ein kleines Herzchen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das dann trocken aussieht. Man sieht auf jeden Fall, dass es selbst gemacht ist. Es ist dann noch so ein wenig Platz in der Dose. Das heißt, wenn das hart ist, könnte man noch was anderes reinlegen, wie zum Beispiel die erste Locke oder so. Ja, wir warten jetzt 5 Tage und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr wisst jetzt, wie das funktioniert mit diesen My Sweet Memories. Danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.